Eins, zwei. Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Tag der Eröffnung. Ganz früh am Morgen. Ich war schon duschen, meine Haare sind noch nass. Bin mittlerweile angezogen. Alexander auch. Und jetzt geht's für uns los ins Studio. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hab ich heute Morgen schon gesagt. Egal, jetzt auch von mir. So, wir sind offiziell. Ihr könnt noch weiter reden, also ich nehme nur auf. Das ist immer automatisch. Ah, alle sind ruhig. Ja. Das liegt daran, weil die Musik ausgegangen ist. Ja, aber wegen GEMA machen wir das jetzt aus. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze von außen aussieht. Beachtet mal bitte nicht die Leiter, weil wir hängen hier mit Luftballons auf, aber so sieht das Ganze erstmal aus. So, gestern wie gesagt noch die Beschriftung angebracht, hier ein bisschen Schaufenster dekoriert. So, was haben wir heute noch gemacht? Aki macht jetzt die Luftballons fertig. So, jetzt bist du im Fokus. Heißt Vikas Mama. Hallo. Da ist Januszka. Und Vika macht sich jetzt fertig. Ja, Gelande hat es überstanden. Und diese Verrückten haben hier Essen schon zubereitet. Guck mal, Leute, wie geil das einfach aussieht. Das ist russischer Salat, heißt Olivier. Das ist Nudelsalat. Das hat Januszka gemacht. Das ist Couscous-Salat. Das hat auch Januszka gemacht. Das hat Vika gemacht. Das sind Blätterteig-Schnecken mit, also herzhaft. Sandwiches. Ich mache noch irgendwie. Sie meint so, ja, ich habe jetzt angefangen, Schnecken zu machen. Ich sag ganz ehrlich, wenn du noch so weitermachst, dann machst du jetzt doch irgendwie Äffchen. Ja, dieses Dessert hat Tina gemacht. Bisschen Obst. Ja, das ist richtig. Wir kommen hier mit Pappteller, sie kommen mit Schieferplatten. Also, ja. So richtig witzig. Ja, die Muffins hat Vikas Mama gemacht. Und diese, wie heißt die nochmal? Schweineohren? Heißen die Schweineohren? Zimtschnecken. Stimmt, Schweineohren waren da was anderes. Ja. Ja. Da. Vegane Schweineohren. Versteht sich. Ja, ich habe die Schilder draußen angebracht und ich gehe wieder raus einfach. Aber das muss ich euch zeigen, damit ihr auch mal seht, wie das außerhalb unseres Studios aussieht. So, und oben links in der Ecke ist das Schild von uns. Mega cool. Mega, mega, mega cool. Ja. Bin sehr gespannt. Ich sehe noch ein bisschen aus wie ein, auf Russisch heißt das Bomsch, wie ein Penner sehe ich aus. Ja. Ich ziehe mich gleich um, beziehungsweise ich gucke noch, was zu machen ist. Ach ja, wir wollten hier die Luftballons aufhängen. Ich guck mal, wie weit Aki ist, sonst frage ich sie, ob sie noch Hilfe braucht. So Leute, oh mein Gott. Alles gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen schon die nächste Schlaufe auch, aber ziehen noch nicht fest und dann einer bleibt hier schon dran, weil die Tür muss ja dann noch zu. Weißt du, stimmt. Ja, gut, ja, man kann ja so drunter, aber nee, du hast recht. Also wir lassen. Wir machen quasi. Ja? Wollen wir da? Ja, stimmt, da aber ist glaube ich schön. Hier immer aufmachen. Oder wo wolltest du? Ich würde mal nicht hier machen. Wir können das hier schon schließen und hier schon mal dran machen, aber dann so aufmachen und. Du kannst doch hier die Leute Dings reinlassen, oder was ach ja, weißt du? Stimmt, könnte man auch. Man könnte, stimmt, komm, ja, okay. Okay. Perfekt. Super. Perfekt. So Leute, ich melde mich jetzt auch mal. Ich bin jetzt soweit fertig. Haare sitzen so einigermaßen, hoffentlich. Ja. Dankeschön, meine Mama macht mir auch gerade noch was. Meine wunderschöne Mama. Das Essen ist fertig. Oh mein Gott, ich bin allen so dankbar. Oh mein Gott. Ich hätte das im Leben alleine alles nicht geschafft. So, Jana, kann ich dir helfen? Ja, ich bin so aufgeregt. Jetzt gerade wird richtig, richtig schlimm. Ich höre, was ich nicht bedacht habe, wir machen jetzt noch Orangensaft. Stimmt, Orangensaft noch schnell schießt ihr. Also ich trinke ja auch Orangensaft. So gleich so, ups, für mich ist nichts da. So, es geht gleich los.
sieht so schön aus alles. Na, oh mein Gott, ich danke euch. Ja, genau, Aquile, mach mal ein Foto davon. Genau davon. Ist es jetzt an oder ist es jetzt nicht an? Ja, läuft. Es ist Rack. Rack. Ist auch Rack. Ich nix Videoaufnahmen können. Ich kann das nicht ernst nehmen. Hallo? Hallo? Na, Leute? Wir sind hier im Vika Studio. Nein, danke. Orange. Was auf der Kleine? Nee. Ja, Bodo. Orange. Jetzt gerade kacke ich mir richtig in die Hose. Okay, Budisch. Alle, ihr seid alkoholfrei. Ihr seid alkoholfrei. Ich bin aber nicht alkoholfrei. Ich habe mir lange überlegt, was ich jetzt hier sagen sollte. Und ich wollte mir auch eine Notiz machen, aber habe mir dann gedacht, okay, nee, krieg ich nicht hin. Jetzt gerade habe ich auch alles komplett vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid. An diesem großen Tag. Ja, einige von euch haben das schon geahnt, die anderen vielleicht nicht. Für mich kam das auch tatsächlich alles irgendwie super überraschend schnell. So im Nachhinein denke ich, krass, was passiert hier? Ich glaube es immer noch nicht. Also ich stehe hier und ich glaube es immer noch nicht, dass das mein Baby ist. So, ich weiß, keine Ahnung. Aber ich bin unfassbar dankbar dafür, unfassbar dankbar. Und vor allem möchte ich natürlich meiner Familie denken, unsere Familie, unsere Eltern, die uns so unglaublich die uns geholfen haben, uns unterstützt haben, an uns immer geglaubt haben, uns vertraut haben vor allem. Ihr kennt das selber wahrscheinlich von den Eltern. Die machen sich immer sehr viele Sorgen, aber unsere Eltern haben darauf vertraut, dass wir unseren und den richtigen Weg auch gehen für uns. Und dafür danke ich euch sehr. Ihr seid immer an unserer Seite. Und motiviert uns und seid immer für uns da. Dankeschön. Euch freue ich schon dann zu heulen. Natürlich möchte ich auch die Mannschaft danken, weil all das, oh Mann, ey. Alkohol! All das wäre ohne dich dringend möglich gewesen. Ich meine, ich glaube, ich hätte nicht mal die Spiegel gebracht gekriegt. Und ich danke dir vielmals. Übrigens hat er auch mir auch meine erste Kamera geschenkt und das hat so ein bisschen alles ins Rollen gebracht. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ich hatte nicht nur nicht dieses Studio, ich hätte auch gar nicht diesen wunderschönen Beruf für mich entdeckt und hätte das alles überhaupt nicht gemacht. Ich danke dir auch, dass du jeden verrückten Schritt von mir, den ich machen will, unterstützt und mit mir gehst. Danke. Ich bin gut, ja. Ja. Und natürlich möchte ich auch euch danken. Ihr seid alle ein Teil meines Lebens und ihr habt alle dazu beigetragen, dass ich heute hier stehen darf. Das sind ich danke euch so sehr. Ich weiß genau, was wahre Freundschaft bedeutet. Ihr seid einfach da, auch wenn ich nicht frage, weiß ich, dass ihr da seid. Und ich danke euch so sehr dafür. Vom ganzen Herzen. Das hast du verdient. Ich danke euch. Danke. So, jetzt haben wir ein bisschen geheult und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein, trinken wir, essen wir. Schneid erst mal auf, wir können doch gar nicht reingehen. Das mache ich jetzt. Eins, zwei, egal, YOLO. Oh, danke schön, Leute. Danke. Ja, auf dich, mein Schatz. Auf dich. Das war ein richtiges Schimmer. Danke. Oh Mann, ich bin so dankbar, ehrlich. Ich liebe euch. Oh, danke. Du bist so süß, ey. Mann. Jetzt musst du erst mal was essen. Entspannen. Lass uns jetzt echt chill tanzen. Genau, lass uns alle rein. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr.
So, ihr Lieben, wir sind hier am Chillen. Alles ist vorbei. Ich habe nicht ein einziges Mal geschafft, die Kamera in die Hand zu nehmen. Es war sehr, sehr, sehr toll. Es war unbeschreiblich, viel, viel besser als in meiner Vorstellung. Ich danke jedem nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr gekommen seid und diesen wundervollen Tag mit mir verbracht habt. Danke, danke, danke. Ein riesengroßes Dankeschön auch an meine Freunde, die so tatkräftig mich unterstützt haben, mir geholfen haben. Unglaublich, wirklich. Ich hätte es im Leben nicht so gut und schön alles geschafft. Und ich habe so viele Komplimente bekommen, dass das Buffet so richtig gut war. Oh, danke. Danke, danke an alle. Wir sind jetzt hier nur noch ein paar Personen geblieben. Sind noch ein bisschen so am Muddeln und Tudeln. Meine Mama räumt da schon so ein bisschen alles wieder weg. Hier hinter mir seht ihr schon die ganzen Blumen. Mein Gott, danke schön. Danke. Danke, Fan. Ich bin sehr, sehr happy gerade. Mehr kann ich irgendwie jetzt gerade auch nicht sagen. Ich bin einfach nur glücklich. Wir sind erschöpft, aber übelst glücklich zu Hause angekommen. Also ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin voller Freude. Ich freue mich, dass es so schön war. Ich freue mich auch irgendwo, dass es vorbei ist. Ich weiß nicht, also es war perfekt. Ich sag's euch, es war von A bis Z perfekt. Bin so glücklich, ich habe auch schon wieder so ein, zwei Tränchen vergossen. Bin so unfassbar dankbar. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich kann dieses Gefühl einfach in mir nicht beschreiben. Ich bin so unfassbar dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe. Ich bin so dankbar, dass all diese Menschen da waren. Ich bin auch niemandem böse, der es nicht geschafft hat, um Gottes Willen. Danke, dass ihr an mich gedacht habt, auch wenn ihr es vielleicht nicht geschafft habt. Und mega happy. Total erschöpft, aber mega glücklich sind wir jetzt hier zu Hause. Und gehe gleich ins Bettchen. Ich gehe mich gleich abschminken. Ich habe gerade noch meine Mama nach Hause gefahren. Saß noch ein bisschen bei meinen Eltern. Wir haben ein bisschen geredet. Mein Papa war ja nicht da. Ihm geht es leider nicht so gut. Und wir haben ihm halt ein bisschen erzählt, wie es so gelaufen ist. Er freut sich natürlich auch sehr, 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 sehr für uns. Ja. I'm happy. Das war echt mega. Die Atmosphäre haben wir echt genossen, weil das war echt mega. So. Am Ende ist, also mir persönlich ist wirklich wie so eine Last von den Schultern gefallen. Ja, ich glaube auch. Also. Und ich habe mich einfach wohl gefühlt, weil alle sich Mick so... War, genau, das wollte ich auch unbedingt noch ansprechen. Ja. Ich fand, das war für mich null anstrengend. Ja, das war für mich, ich weiß nicht, ich als würde ich halt einfach nur so schön Zeit verbringen. Mhm. Es war so angenehm, es war so eine coole Atmosphäre, es waren richtig geile Energien einfach in dem Raum. Es war mega, 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 mega. Vielen Dank an alle, die da waren. Danke, vielen Dank schön die, noch mal, an genau. alle, die geholfen haben. Wir können vielen, euch das vielen Dank, vielen, vielen, vielen nicht, Dank. Nicht mal annähernd so sagen, wie wir es meinen, aber ja. Ihr versteht es schon. Ja, mein Schatz, du warst auch sehr fleißig heute. Mann, danke. Danke, okay. Ich freue mich auch. Bin sehr stolz und ich freue mich auf die Zukunft und es wird alles heftig, 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 heftig. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich höre mich richtig schlimm an, meine Stimme ist einfach weg, weil ich gestern so viel gesprochen habe. Eigentlich hatten wir ja gestern gesagt, dass wir da einen Cut machen und erstmal die ganzen Vlogs bearbeiten werden und dann nach und nach die online stellen werden und erst dann wieder, wenn alles online ist, anfangen wieder zu vloggen. Aber ich hatte so ein krasses Bedürfnis, einfach heute wieder die Kamera in die Hand zu nehmen. Und vor allem möchte ich Danke sagen, denn ich habe eben so ein paar Geschenke ausgepackt. Ich habe mein Gästebuch durchgelesen. Oh mein Gott, da ist auch schon wieder das ein oder andere Tränchen gekullert. Ich bin so unfassbar dankbar. Ich finde, der Tag gestern, ich hatte das ja gestern schon erwähnt, aber ich muss es noch einmal sagen, er ist einfach perfekt gelaufen. Es war so heimisch, gemütlich und so, weiß ich nicht, voller positiver Energie. Es ist unglaublich, ich bin so unglaublich stolz, so wundervolle Menschen um mich herum zu haben. Danke.
Ich heul schon wieder. Ich weiß nicht. Ich bin einfach so endlos, endlos dankbar und glücklich. Dankeschön. Danke. Danke an alle, die da waren. Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben. Danke an alle, die Glückwünsche. Ich habe auch hier heute Geburtstag. Das gestern war eines der größten und schönsten Geschenke für mich. Und auch, dass einfach alle Menschen da waren und mit mir diesen wundervollen Tag verbracht haben. Ich bin so endlos dankbar und endlos mit Liebe und Glück erfüllt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also, Dankeschön. Danke, danke, danke. Das Schönste war einfach für mich, dass so wundervolle Menschen mit mir diesen Tag gestern verbracht haben. Danke. Auch an dich, danke. Ich bin so dankbar, wirklich. Wir werden auch heute den Tag einfach nur mit meiner Family genießen. Wir machen uns jetzt fertig, fahren ins Studio, packen noch ein bisschen Essen ein. Also es ist auch einiges übrig geblieben, weil ich einfach meine Psychose hatte, dass es nicht reicht. Und habe einfach ordentlich gekocht. Ja, so, dass wir jetzt heute und vielleicht sogar noch morgen davon essen können. Und ja, wir packen alles schön ein und dann fahren wir zu meinen Eltern. Oh mein Gott, ey, ich bin so endlos glücklich und dankbar. Ich weiß nicht, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe schon wieder alles vergessen, was ich noch sagen wollte, aber okay. So viel dazu. Love you. Dankeschön. Danke euch allen. Danke, danke, danke. Ah.